morgen, liebe Leute. Es ist der 17. Dezember, wenn ihr das seht, ist mein Geburtstag. Ah, ich habe mich so lange auf diesen Tag heute gefreut und auf den Morgen natürlich. Jetzt mache ich erstmal die Wohnung sauber, bevor ich dann zum Frauenarzt fahre. Genau, so sieht's aus. Nichts weiter zu berichten. Video wird hochgeladen. Ich habe Spaß. Ich... ja. So, Friends, es geht gleich los. Die von euch, die vielleicht noch nie beim Frauenarzt waren, die jüngere Zuschauer wahrscheinlich. Beim Frauenarzt ist es gut. Ich weiß nicht, ob man es bei dem braucht, aber wenn man sich ein Handtuch mitnimmt. Deswegen nehme ich jetzt hier meine riesen Shopee-Tasche. Übrigens, die Macherin von Shopee hat sich bei mir gemeldet, weil jemand von euch irgendwie sie auf das Video hingewiesen hat und wahrscheinlich gefragt hat, was ist denn das genau für eine Shopee-Bag? Das fragen mich öfter die Leute. Da ich die geschenkt bekommen habe, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, das ist die ganz große in Grau. Aber falls jemand, also falls du das jetzt guckst, die das bestellt hat bei ihr, kannst du mich ja berichtigen. Frauenarzt ist halt wirklich immer so eine Sache, aber sonst war ich irgendwie mehr aufgeregt. Heute ist das irgendwie wie so Routine. Das ist komisch, wenn man älter wird. So viele Sachen, die man vorher nicht mochte, sind dann so, pff. Ich habe gerade, bevor ich gesaugt habe, meinen Saugbeutel, der da drin ist, ausgeleert. Und es war so viel Dreck und so viele Haare. Und das ist alles so wie feucht auch. Das ist da ja schon ein Jahr ungefähr drin. Es war nicht voll, aber ich habe es mal ausgeleert. Und es ist, irgendwie macht es sogar schon Spaß. Ich weiß nicht, so viele Sachen werden einfach zur Normalität. Und das ist schön. Jetzt habe ich gerade mein Video fertig gemacht, das kann dann hochgehen. Nehmt euch auch zu lesen mit zum Frauenarzt, falls man im Wartezimmer sitzt. Es ist hier so ein erstes Mal zum Frauenarzt-Video. Wolltet ihr darüber mal ein komplettes Video haben oder eher nicht? Weil ich weiß nicht, wie jung ihr größtenteils seid. Ich war das erste Mal beim Frauenarzt, da war ich 15. Aber if you want, write it down. Ja. Muss ich noch Brille putzen, die ist nämlich super dreckig. Und dann geht es los. Der Frauenarzt und seine Frau waren ungefähr die nettesten Menschen, die ich je erlebt habe. Ich habe mich null komisch gefühlt und man fühlt sich immer ein bisschen weird beim Frauenarzt. Aber es war so entspannt, die waren so nett, die haben über meinen Namen gelacht, die haben über meine Adresse gelacht, wir haben über Dresden geredet, über Erfurt und über... Die haben gleich gesehen, dass ich morgen Geburtstag habe. Das war echt nett. Und dann haben sie mir so einen kleinen Nikolaus im Weihnachtsmann gegeben, den ich nicht essen kann, weil er aus Milchschokolade ist. Aber wie nett! Und jetzt habe ich mein Rezept und es kann weitergehen. Oh, bin ich froh, bin ich froh! So, und jetzt kann es... Jetzt suche ich mir die Rezepte aus. Wir machen heute Abend Pizza und Bruschetta. Wir machen heute italienisches Abendbrot. Aber ich backe heute auch noch den Kuchen verborgen. Und da suche ich mir jetzt das Rezept raus und schreibe mal auf, was wir alle so brauchen. Habe ich eigentlich schon erwähnt? Mir hatte ja jemand drunter geschrieben, dass man Kaffeesatz nur so kurz wie möglich anfassen soll. Und dann mit so einem Artikel, dass da eben, wie heißt es denn gleich... So ein schlechter Stoff drin ist, Bipanol oder so. Und hier bei Dents steht extra drauf, dass der ohne dieses Ding bis Phenol ohne hergestellt ist. Also kann ich das problemlos weiter nutzen als Einkaufszettel. Ich brauche Mehl. Ich brauche Milch. Andere Leute und sagen, hey, du bist Teil der weißen Wand. Nein, das meinte ich. Ich meinte doch ein Schuldeingeständnis an sich selbst. Ich bin zu Hause, liebe Freunde. War dick einkaufen, heute ist Cheat Day. Aber ist auch mal okay. Hier riecht es schon wieder schön nach Lavendel. Guten Morgen, Leute. Es ist der nächste Tag und ich habe den Vlog nicht beendet, weil ich Besuch hatte und da will ich immer nicht so Kamera in your face halten. Aber ich wollte euch zwei Sachen empfehlen, zwei Videos, zwei was zum Anschauen.
also beziehungsweise das eine ist ein Film, das andere ist ein Video von Jan Böhmermann. Nämlich habe ich überlegt, ob ich vielleicht mal, ich bin ja bei der Sparkasse, meine Bank wechsle, ja, weil eben total viele Banken ihr Geld irgendwo rein investieren. Da habe ich mit meinem Freund drüber geredet, er meinte, hier, guckst du dir mal das Video an. Und dann haben wir so ein toll aufgearbeitetes Video von Jan Böhmermann, beziehungsweise Neo Magazin Royal heißt das, glaube ich, geschaut. Und das war echt verblüffend, aber so gut und so gut einfach rübergebracht, dass ich das echt sinnstiftend gewinnbringend fand für mich. Und ich will euch das auch ans Herz legen. Je nachdem, bei welcher Bank ihr seid, Deutsche Bank, Sparda Bank, was gibt's noch, Sparkasse, all die großen Banken, Commerzbank, die man kennt, wo die euer Geld, was sie mit eurem Geld machen. Und ich werde mich jetzt mal umgucken, wo ich mir vielleicht ein Konto mache. Ich glaube entweder N26 oder halt so eine Biobank, GLS-Bank oder so. Und das andere, was ich euch empfehlen wollte, ist der Film Blackfish auf Netflix. Da geht es um Orcas oder Killerwale und SeaWorld und was da mit denen gemacht wurde und die ganzen Hintergründe und was da passiert ist, dass da Leute gestorben sind und so weiter und so fort. Mega guter Film, der hat mich total mitgenommen. Und ich finde, solche Filme regen immer total viel in einem an und man denkt so über die Menschen nach und was wir eigentlich machen mit den Lebewesen, die hier leben. So viel dazu. Jetzt, ich bin ja schon aus der Zukunft, ich hatte schon Geburtstag, aber freut euch auf den Vlog morgen, denn das ist mein Geburtstagstag. Bis dahin.